Zähneputzen ist wichtig, weil wenn die Zähne dann noch schmutzig sind, dann kann man Löcher in den Zähnen bekommen und das ist dann schlecht. Da kriege ich sonst Karies. Ich setze einfach die Zahnbürste an und schrubbe. Wie steht es um die weißen Beißerchen? Die Klasse 3a der Nestorf-Grundschule Finsterweile überprüft das zusammen mit rund 500 Schülern beim heutigen Tag der Zahngesundheit. Im Karies-Tunnel wird mittels einer Speziallösung zunächst der Zahnbelag sichtbar gemacht. Dadurch erfahren die Drittklässler, wo sie noch gründlicher putzen müssen. Damit die Schüler diese Erkenntnis auch mit nach Hause nehmen, bekommen sie von Zahnärzten gezeigt, welche Technik sich am besten eignet. Die Landeszahnärztekammer will den Kindern so mit der jährlichen Aktion die Zahnhygiene näher bringen. Naja, so, das läuft unter dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Deshalb möglichst zeitig anfangen. Und eigentlich fangen wir ja schon bei den ganz kleinen Kindern im Kindergarten an, dort Zähne zu putzen. Und bei den Schulklassen ist es halt so, dass es dann schon im Sachkundeunterricht mit behandelt wird, die Zähne und halt dann auch die Zahnhygiene. Und da passt dieser Tag der Zahngesundheit natürlich immer sehr gut hier im Tierpark. Vor allem, weil die Pfleger Wissenswertes über die Zahnpflege bei Tieren erzählen können. An einzelnen Stationen werden der 3a Gemeinsamkeiten und Unterschiede eines menschlichen und eines tierischen Gebisses erklärt. Lehrerin Angelika Gneuke gefällt der Projekttag. Die Kinder erfahren durch ihn noch besser, wie wichtig gesunde Zähne sind. In der Pause gibt es bei vielen ihrer Schüler bislang Süßigkeiten. Wir sehen die Kinder sehr viel, neben ihrem Frühstück auch Süßigkeiten knabbern. Limo ist jeden Tag mit dabei, süßer Tee. Und diese eine Aktion, die wir immer meistens zu Beginn der Schuljahre machen, ist eben wichtig, aber meiner Meinung nach nicht ausreichend. Also ich finde schon, dass das heute eine ganz tolle Sache ist, die Sache zu vertiefen, dieses Thema, und muss immer wieder aktuell mal auf den Tisch kommen. Doch auch Tiere können Zahnschmerzen bekommen. Und das, obwohl sie keine Schokolade oder Lakritze essen. Für einige Drittklässler ist das eine neue Erkenntnis. Generell nehmen sie vom heutigen Tag Wissenswertes für ihr weiteres Leben mit. So haben die Schüler gelernt, dass man nicht so viel Süßes essen muss und nicht so viel Zucker. Also über Zähne und über Tiere von den Zähnen. Alles über den Zahn. Wenn man einen Hund hat, darauf achten sollte, dass er keine Karies kriegt. Die wohl wichtigste Erkenntnis ist aber, dass Zähneputzen ein Muss ist, auch wenn es manchmal lästig ist. Die 3 Minuten morgens und abends verhindern, zumindest in den meisten Fällen, einen schmerzhaften Besuch beim Zahnarzt.